Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es ums Haus die Hoppender Leporit und wie man hier bereits lesen kann, benötigen wir dafür die Protoformsynthese, aber auch noch einen Bauplan. Und für diesen Bauplan befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Seraph Mortis bei etwa 57-75. Den Bauplan selber kann man leider erst sehen, wenn man bereits die Haustierschmiede erforscht hat. Das heißt, in der Schiffenkonsole müssen wir zuerst Verständnis Tokobarschen erforscht haben und dann, wenn man noch eine Quest bei Pokobok abgeschlossen hat, welche uns zu der Schmiede führt, können wir diese Baupläne dann auch sehen. Nun, für diesen Bauplan befinde ich mich jetzt gerade hier an dieser Stelle und der Bauplan selber befindet sich da oben in diesem Astkreis, sage ich mal. Da kommt man hin, entweder natürlich durch Fliegen oder zum Beispiel mit der Ventierteleportation, dann springt man von hier oben darauf und am besten läuft man da entweder rundherum oder man springt noch einmal, weil da ist doch, ja, man muss ein wenig aufpassen, dass man nicht runterfällt, aber man kann auch zum Beispiel diese Gegenstände nutzen zu der Teleportation, wie jetzt beim Leder halt diese Handschuhe sind. Aber eben, dann kommt man da hoch zu diesem Bauplan. Meistens wird man noch von einem Vogel da angegriffen, sollte aber nicht allzu tragisch sein. Dann kann man diesen hier looten. Dann hat man bereits den Bauplan. Und dann können wir gleich mal anschauen, was wir benötigen. Zuerst einmal die Genesis-Partikel, dann Schimmer der Erneuerung, das werde ich gleich noch zeigen. Und dann noch Leporidengitter. Das bekommt man hier von diesen Hasen, also von Sassenwächter zum Beispiel oder von den aufgebrachten Leporiden. Da gibt es leider nur sehr wenige Spawnpunkte, da wäre jetzt eben an dieser Stelle einer. Dann hier hinten, den werde ich hier gleich zeigen und hier unten gibt es ebenfalls noch einen. Also eben sind leider sehr selten. Also hier zum Beispiel gibt es noch einen Spawnpunkt und hier unten. Also eben da stehen meistens so vier Gegner, die man da umhauen kann. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich jedes Mal, wenn ich da vorbeigeritten bin, dass ich die einfach umgehauen habe. An diesem Punkt kommt man teilweise halt auch noch hin durch Fliegen oder wenn man da rüberspringt, ebenfalls mit der Ventierteleportation oder eben auch mit diesen Gegenständen da. Aber eben diese kann man ebenfalls umhauen für das Leporidengitter. Nun zu diesem Schimmer der Erneuerung. Das kann hier unten droppen und zwar von den Pflanzen, die hier im unteren Bereich unterwegs sind. Da gehen die, ja, diese Fleischfresserpflanzen und auch die Ranken. Die können alle das droppen. Also eben hier zum Beispiel diese Ranken, welche sich hier bewegen oder auch hier überall verteilt sind. Oder auch diese Überwucherungspflanzen. Halt alle Pflanzen in diesem Bereich können das droppen. Also hier in diesem Bereich gibt es ebenfalls einige und eben hier in diesem oberen Bereich. Die Dropprate liegt dabei 2%. Aber da man teilweise sehr viele Gegner miteinander umhauen kann, sollte man nicht allzu viel Zeit investieren müssen, um halt dieses Schimmer-Element zu bekommen. Wenn man nun alles hat, können wir gleich zu der Schmiede gehen und dann sehen wir uns gleich da, wenn wir auch das Haustier herstellen. Also bis gleich. Da sind wir nun auch angekommen bei etwa 62,59, also hier auf der Map. Und was ich noch gerade vergessen habe zu sagen zum Bauplan selber, der hat etwa eine Respawn-Zeit von 10 bis 15 Minuten. Das heißt, wenn ein anderes Spiel den gerade gelootet hat, kann es sein, dass man da ein bisschen warten muss. Aber mit diesem Bauplan können wir hier gleich reingehen und dann zu der Syntheseschmiede gehen und hier den Bauplan gleich abgeben. Und sobald man das dann getan hat, können wir das Haustier bereits herstellen. Da müssen wir einfach nur noch unter Leporiden suchen und dann hier das Haustier erstellen. Hat es natürlich dann im Inventar. Man kann es auch dann in einen Käfig setzen zurzeit, also man könnte es auch verkaufen grundsätzlich, aber eben dann können wir das hier erlernen und dann, ja, eben seht ihr, wir können es in den Käfig setzen. Von den Attacken her sehe ich jetzt nicht allzu viel Spezielles. Das einzige, was vielleicht ein bisschen neuer ist mit dem Patch 9.2, ist die Attacke Messerscharfe Attacke, also mit Messerscharfe Klauen, aber das gibt es auch in anderen Varianten, also von anderen, ja. Pet-Typen, also das sehe ich jetzt irgendwie nicht Spezielles. Auch mit der Stampede, das ist halt das Übliche, was bei den kleinen Tieren so ist. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dieses Haus ebenfalls zu erstellen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!